Hallo Kryptofreunde, nach dem extremen Hype bei Solana und dem super starken Preisanstieg beim Soulcoin fragen sich natürlich jetzt extrem viele Leute, was genau ist Solana, was hat es damit auf sich, und das werde ich euch heute ganz kurz und einfach erklären. Da starten wir auch schon direkt. Solana wurde im Jahr 2017 von Anatoly Yakovenko, der ja auch unter anderem bei Qualcomm und Dropbox gearbeitet hat, kreiert. Das Ziel von Solana ist hier ganz klar, die Erstellung von dezentralen Apps zu erleichtern und die Skalierbarkeit zu verbessern. Denn im Grunde genommen stoßen fast alle Krypto-Projekte irgendwann auf das Problem Wachstum. Je stärker sie wachsen, desto teurer werden die Transaktionskosten und desto länger wird dann auch die Transaktionszeit. Solana schafft es halt eben hier mit der neuen Methode Proof of History genau dieses Problem dann eben zu lösen. Dabei arbeitet Proof of History auch ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel Proof of Work oder halt Proof of Stake. Hier sollte man halt eben wissen, dass dieses Proof of History tatsächlich schafft, diese Probleme wie Skalierbarkeit, Schnelligkeit und auch die Kosten komplett zu lösen. Also im Grunde genommen ist es halt eben so, dass die Schnelligkeit bei Solana extrem ist. Also es ist wirklich so, dass man ungefähr 400 Millisekunden warten muss, bis das Ganze dann eben vonstatten gegangen ist. Also im Grunde genommen ist das wie eine Echtzeitüberweisung. Im Vergleich dazu dauert das Ganze bei Ethereum ungefähr um die 10 Sekunden, teilweise halt länger, und bei Bitcoin um die 10 Minuten, was natürlich schon extrem ist. Genauso sieht es natürlich auch bei den Kosten aus. Also es ist tatsächlich Wahnsinn. Bei den Kosten liegen wir derzeit bei ungefähr 0,00025 Pennies. Also es ist extrem günstig im Vergleich zu den anderen Kryptowährungen. Und genauso sieht das natürlich auch beim Thema Skalierbarkeit. Da ist es halt eben so, dass Solana selbst sagt, es sind ungefähr 710.000 Transaktionen pro Sekunde gleichzeitig möglich, was ja wirklich schon heftig ist, weil wenn wir jetzt das zum Vergleich nehmen mit Visa, da ist das halt ungefähr um die 23.000 bis 24.000, also schon ein extremer Unterschied. Man muss aber hier ganz klar sagen, es gab bisher nur so Tests mit ungefähr 50.000 Transaktionen pro Sekunde. Also das heißt, diese 710.000 sagt Solana zwar selber, aber es wurde bisher in der Praxis noch nicht getestet. Zusätzlich sollte man wissen, dass Solana insgesamt 8 technische Kernfunktionen entwickelt hat, damit das Ganze einem dezentralen Blockchain-System entspricht. Hier muss man aber ganz klar erwähnen, dass Solana in der Vergangenheit Probleme hatte mit dem Ganzen. Also Solana ist tatsächlich auch für mehrere Stunden schon mal abgestürzt. Da ging halt eben gar nichts. Das hat zwar bei dem Preis also wirklich nichts ausgemacht. Bei dem Soulcoin ist jetzt nicht wirklich irgendwie so ein Crash oder sowas gekommen. Aber da hat sich wirklich der eine oder andere schon eben die Frage gestellt, entspricht das einem echten dezentralen System? Ja oder nein? Das muss aber wirklich jeder für sich selber entscheiden. Damit ihr ein paar von diesen Funktionen mal gehört habt. Zum einen gibt es da zum Beispiel Turbine. Das ist ein spezielles Protokoll zur Blockverbreitung. Dann gibt es zum Beispiel auch den Gulfstream. Das ist ein Transaktionsweiterleitungsprotokoll, aber ohne Mempool. Das ist hier ganz wichtig zu wissen. Den Mempool könnt ihr euch ungefähr so vorstellen wie, ich sag mal, wie ein Wartebereich. Also im Grunde genommen ist es halt eben so, dass wenn man eine Transaktion verschickt, dann wird das Ganze halt eben nicht sofort auf der Blockchain aufgenommen. Dann kann man sich das Ganze wie ein Mempool vorstellen, also ein Wartebereich. Dann gibt es da zusätzlich noch das C-Level. Das sorgt dann wirklich für parallele Laufzeiten bei Smart Contracts. Und es gibt noch das Pipelining. Das ist eine Transaktionsverarbeitungseinheit, die zur Validierungsoptimierung dient. Damit kommen wir auch schon zu SOL, also der Kryptowährung bei Solana. Und hier muss man eben sagen, dass der SOL-Token inflationär kreiert wurde. Also derzeit sind ungefähr 300 Millionen Token im Umlauf und irgendwann insgesamt sollen dann 489 Millionen im Umlauf sein. Bis dahin müssen wir dann halt eben kommen. Und hier muss man dann eben auch sagen, den SOL-Token kann man halt eben benutzen, um zum Beispiel mit Smart Contracts zu interagieren, oder man kann auch damit NFTs kaufen. Jetzt einfach nur so ein paar Beispiele, oder generell, wenn ihr halt Transaktionen durchführt, dann werden halt eben Gebühren fällig, diese paar Pennies, die ich angesprochen habe, und die werdet ihr dann eben auch in SOL bezahlen müssen. Das war jetzt meine kurze und natürlich sehr simple Erklärung zu Solana, zu dem SOL-Token. Man muss hier eben sagen, dass jetzt die Erklärung von Proof of History, Proof of Work und so weiter und so fort den Rahmen des Videos einfach sprengen würde. Da könnt ihr euch gerne selber mal einlesen oder mir einen Videovorschlag machen. Dann kann ich das in einem kurzen Video auch versuchen zu erklären, so simpel wie es halt eben geht. Ihr könnt mir gerne vorschlagen, oder mich interessiert natürlich, interessiert ihr euch für andere Kryptowährungen und seht ihr Potenzial bei anderen Kryptowährungen, schlagt mir gerne was vor. Dann kann ich mir das Ganze auch mal anschauen. Bei Solana meiner Meinung nach im ersten Schritt ist es wichtig zu verstehen, dass die Probleme Skalierbarkeit, Schnelligkeit und Kosten halt eben gelöst werden können mit diesen technischen Kernfunktionen. Und dann sollte man einen Deep Dive machen und sich halt eben anschauen, wie funktioniert das Ganze, wie schaffen die denn eben diese Probleme zu lösen. Natürlich interessiert mich dann euer Feedback zu diesem Video. Hat euch das Ganze geholfen, ja oder nein? Wenn es euch geholfen hat, wenn ihr einen Mehrwert habt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, um die nächsten Videos dann eben zu sehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall auch im nächsten Video.